meine Lieben, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schaut euch um und fühlt euch wohl. Ich habe ein kleines Video für euch und zwar habe ich ein Wanderjournal. Das ist von der lieben Melanie und da habe ich einige Seiten gestaltet, die ich euch gerne zeigen möchte. Da fangen wir mal mit der ersten Seite an. Und zwar ist das diese. Da habe ich dann hier bei dem Spinnennetz eine Spinne reingesetzt und zwei kleine Geister und hier einen Totenkopf. Jetzt muss ich erstmal gucken. Aber das hier. Anderen Seiten, die haben andere gemacht, die das Album hatten. So, mal schauen, was ich so gemacht habe. Schauen uns das Album mal kurz an. Sind auch noch sehr viele Seiten, die nicht bebastelt sind, die derjenige, der es bekommt, dann sich gestalten kann und reinschreiben kann, so wie er das möchte. Diese Seite habe ich noch gemacht mit dem Hexenschloss und den Baum mit der Eule. Und das Journal, das wird ja verlost. Diese Seite habe ich auch gestaltet. Da habe ich so das Spinner. Das dreht sich dann hier so. Das geht jetzt ein bisschen schlecht durch die Fledermaus. Dreht sich dann und dann kann man das so aufmachen. Da ist dann in der Mitte so ein Kürbiskopf drin. Und dann habe ich das so mit den Spinnen und wieder Geistern gestaltet. Ja, das Journal wird verlost. Ich bin mal gespannt. Wenn das Journal schicke ich jetzt morgen zu der lieben Melanie zurück. Wenn es dann angekommen ist, dann gibt es, glaube ich, eine Verlosung damit. Diese Seite habe ich auch gestaltet. Da habe ich dann hier alles so mit Gaze unterlegt. Hier kleine Fledermäuse, die habe ich alle ausgerissen, nicht ausgeschnitten, ausgerissen, alles ausgerissen. Dann habe ich das geinkt. Alle hier noch mal so eine Gaze drunter gelegt und dann hier so ein kleines Kreuz wie so ein Friedhof und da habe ich dann noch eine Fledermaus drauf gesetzt. Dann geht es weiter. Wer das gestaltet hat, weiß ich nicht. Hier noch so ein kleines Buch ist noch da drin. Kann man dann was reinschreiben und dann noch so ein Charme hat diejenige dann damit reingelegt. Das habe ich gemacht. Habe ich wieder so, wo man Text reinstecken kann. Das habe ich auch gestaltet, das Text. Ja, es sind sehr viele Seiten, die man beschreiben oder bebasteln kann. Dann habe ich hier dieses Tag noch gemacht. Da habe ich auch wieder so Gaze unterlegt. Dann habe ich hier das gemacht. Muss ich auch mal gucken, ob es ein Bild ist. Kann ich aber trotzdem mal so richtig zeigen. Das ist ja, das mache ich ja sehr gerne in Alben, weil ich liebe diese Technik. Schon sehr oft in Alben mit eingearbeitet oder Journals. Hier, das ist jetzt. Und ja, wie gesagt, sehr viele Seiten. Ich glaube, eins habe ich noch gemacht.
Ja, hier, das habe ich auch noch gemacht. Und das. Ja, ich glaube, und das war es dann auch. Ja. Ja, das war es dann von meiner Seite, die ich dann alle gebastelt habe. Ja. Ja. Ach, hier die noch. Hätte ich ja fast vergessen. Ja, die habe ich auch noch gemacht. Dann habe ich das hier dran gemacht, weil das passt hier so richtig mit dran. Der Totenkopf da. Ja, meine Lieben, das war das, was ich jetzt in dem Album gestaltet habe. Also hier. Dann der Tag. Hier die Tags. Also derjenige, der kann sich richtig hier in diesem Album noch austoben. Also heute ist das Wetter sehr schön bei uns. Die Sonne scheint. Gestern hat es geregnet. Heute ist Montag. Gestern hat es geregnet bei uns. Und ja, ich bin richtig müde die letzte Zeit. Ich war jetzt letzte Woche mit meiner Tochter für meine Prothese. Für in den BH war ich mit meiner Tochter ins Sanitätshaus gefahren. Leider war der erste BH, den ich bekommen habe, zu klein für die Prothese. Also muss ich mir jetzt erstmal wieder einen neuen BH beantragen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe das Rezept habe ich schon hier liegen. Dann muss das ja alles von der Krankenkasse genehmigt werden. Es ist jetzt schon fast ein Jahr rum. Ja, da ich so Schmerzen habe und die alles noch voll Wundwasser ist, kann ich im Moment auch kein BH anziehen. Und ja, müssen wir abwarten. Ja, so sieht das Journal von vorne aus, so von der Seite. Und das geht dann morgen an die liebe Melanie zurück. So, ich habe der Melanie noch eins mit ins Päckchen, gebe ich ihr mit. Und zwar, da es mir in letzter Zeit nicht so gut geht, konnte ich eigentlich auch nicht so viel machen, aber ich habe ihr eine Kleinigkeit gemacht. Ich hoffe, es gefällt ihr. Und zwar habe ich ihr das gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich mache jetzt mal die Kamera ab. Genau. Es ist irgendwie ein bisschen blöd, das. Und zwar. Mir in letzter Zeit nicht so gut geht, konnte ich eigentlich auch nicht so viel machen, aber ich habe ihr eine Kleinigkeit gemacht. Ich hoffe, es gefällt ihr. Und zwar habe ich ihr das gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich mache jetzt mal die Kamera ab. Genau. Ja, ich will mal schauen. Kann man das? Ja, ich glaube, so kann man es besser erkennen. Ja. Das ist so der Check in 3D. Wenn man das sieht.
Das habe ich für Sie gebastelt. Ich hoffe, das gefällt ihr. Und da habe ich extra so eine Kiste gemacht, dass das da reinpasst und dass da nichts dran kommt. So, das ist das. Ja, und dann habe ich hier so einige Papiere hier, was ich noch so hatte, habe ich mit dabei gepackt, wo ich auch verwendet habe, weil ich denke, das kann sie dann im nächsten Channel noch mit einarbeiten oder verarbeiten. Und sind schon einige schöne Blätter. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, die Seiten zu gestalten. Dann habe ich ihr so ein paar Brottüten mit eingepackt, so ein paar alte Seiten vom Gebetbuch. Große Brottüten, kleine Brottüten und die Seiten vom Gebetbuch. Die Seiten hier kennt jeder, die sind von Luise Heinzel. Sind dann noch so Reste davon. Dann habe ich hier so was ich noch an Reste hatte, mit da rein. Kann man ja dann alles so ein schönes so Blätter noch mit rein gemacht. Kann man ja alles im Album oder was weiß ich, wie sie es macht, verbasteln. Und was sie halt nicht gebrauchen kann, kann sie ja weitergeben. Dann hier so von so einem Block, so verschiedene Blätter. Hiervon so welche. Dann das. Das war auch von Luise Heinz. Dann hier wieder so zwei. Das und das. Wie gesagt, was sie nicht braucht, kann sie weitergeben. Dann so ein leeres Blatt. Hier ist nochmal so eine Brottüte. Dann hier so. Das sind alles so mal kurz was ausgeschnitten. Aber das kann man trotzdem noch alles verwenden. Hier sind auch noch mal so kleine Reste, was man alles gebrauchen kann. Dann hier so was mit einer Hexe. Dann hier. Da muss man ablegen. Eine Hand ist das ein bisschen doof. Das kann man auch gut für ein Journal gebrauchen. Und dann hier lauter so kleine, da kann man kleine Text oder was mitmachen, je nachdem. Und dann hier noch so ein paar Bastelpapiere. Hier noch mal was und das habe ich ihr noch dazugelegt. Ich hoffe, sie hat Spaß daran, es gefällt ihr. Und wie gesagt, liebe Melanie, was du nicht gebrauchen kannst, darfst du gerne weitergeben. So, das tue ich dann wieder in das. Dann habe ich hier noch so ein paar alte Buchseiten und hier so alte Quittungsblöcke. Da gebe ich ihr noch ein paar mit. Dann kann man auch in dem Channel benutzen. So.
Und das kommt dann mit ins Päckchen. Das Päckchen geht morgen auf die Reise. Ja, heute schaffe ich das nicht mehr, weil um 18 Uhr hat die Post zu. Und es geht mir auch heute eigentlich nicht so besonders. Aber ich wollte das jetzt schnell abgedreht haben. So, so tue ich das dann in die Kiste mit den anderen Sachen. Dann habe ich ihr noch so eine kleine Karte gestaltet. Tue ich dann mit rein. Hier kommen dann so ein paar Zeilen rein. Und ja, dann geht das Paket auf die Reise. Ja, meine Lieben, das war das kurze Video mit dem Wanderjournal. Vielleicht mache ich auch mal so ein Journal, und wenn das dann soweit ist, dann mache ich eventuell mal einen Aufruf. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Wochenstart. Bleibt mir alle gesund, über einen Daumen, netten Kommentar und über ein Like würde ich mich sehr freuen. Über ein neues Abo natürlich noch mehr. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!